Okay. Ah. Sind wir an? Check, check. Noch hören wir uns? Ja, doch ein bisschen, ne? One, two, one, two. Hallo, hallo. Ja, geil. So geordnetes Chaos. Ja, es ist geordnetes Chaos, Andi. Ey. Aber so sind wir. So sind wir. Ich glaube, das passt. Also, ja, das, irgendwie ist es absurd. Also so chaotisch wir sind, dass es trotzdem irgendwie dann doch funktioniert. Das ist das Absurde daran, ja. Genau. Ja. Da fehlt noch Kameraschärfe auf jeden Fall in dem Bild. Genau. Ich sehe immer so aus. Das stimmt nicht. Ich habe Fotos von dir im Internet. Ich habe keine Brille an. Ich habe Fotos von dir im Internet gesehen, da sahst du anders aus, ey. Andi, einen riesengroßen Applaus bitte für Eros, Andi. Eros, Andi. Boah, das wo ist sie? Wo ist sie? Sie ist lachend weggerannt, ey. Valentina meinte, nennt ihn einfach Eros Andi Zotti. Ich krieg sie doch, ey. Ich krieg sie doch. Andi, Alter. Ja, hi. Wie geht's dir? Es ist schön, dich zu sehen. Ohne 400 Cosplayerinnen und Cosplayer, die in der nachher. Schlange stehen. Die kommen nachher. Nee, ernsthaft, ne? Ja, klar. Polaris ist echt Action für dich, oder? Es ist erstaunlich. Seit 3 Jahren bin ich jetzt hier und es wächst und gedeiht. Und so viele Cosplayer, die gibt es noch nicht mal auf der Gamescom. Das war dann Zufall so von der Schlange her, weil letztes Jahr war die Schlange schon so unendlich lang bei dir. War das im ersten Jahr noch anders? Nee, eigentlich seit Anfang an. Seit Anfang an wollten die alle zu dir, aber du machst auch mega geile Bilder. Ja, Mann, ey. Die Cosplay-Bilder von dir, die finden wir super. Ja, es ist, ich mag es auch, dass hier auch so auf Conventions wirklich alle ein Bild bekommen, ja? Alle, egal welchen Cosplay-Stadium sie sind. Und das ist, ich finde das gut, dass die Convention das mit mir zusammen machen. Und ich komme hier hin, stelle mein Fotostudio hin und wirklich jeder kleinste Cosplayer, der gerade vielleicht noch angefangen hat und das noch nicht perfekt ist, kriegt sein professionelles Foto und geht mit glänzenden Augen nach Hause und freut sich. Ja. Und das ist so meine Freude dran. Ja. Und das ist so, warum ich das auf Conventions so mache. Ich könnte jetzt auch sagen, ich komme hier hin und pick mir mal die coolsten aus. Ja. Aber die kriegen immer ihre Bilder, wir verabreden uns draußen oder es sind noch andere Fotografen, die hier rumlaufen, die kriegen ihre coolen Bilder immer. Ja. Aber die kleinen Cosplayer, die sind immer so ein bisschen, traue ich mich nicht. Komm zu Andy, du kriegst ein Foto. Das ist so geil. Das ist und mit den coolen oder die ich, sage ich mal, sagen wir, die sind super cool, da treffe ich mich dann nach der Con oder und machen wir dann eine andere Session. Aber hier bin ich für alle da. Das ist eigentlich so geil, weil Fotografie war ja eigentlich nur so ein bisschen ein Hobby. Ist es irgendwie immer noch mein Hobby? Alter, das ist so krass, die Geschichte, Mann. Ja, bitte, erzähl ein bisschen mal, wie es bei dir so angefangen hat mit allem. Ja, Cosplay ist ja nicht nur das Einzige, was du fotografierst. Mittlerweile fast schon. Und Veranstaltungen mache ich noch. Aber ich habe angefangen ganz klassisch mit Blümchen, Windchen und meine Töchter. Ja, geil. Und habe wirklich alles fotografiert. Was hattest du da für eine Kamera? Ich bin EOS Andy, also EOS, einen Canon. Und seitdem habe ich meine Kamera immer dabei. Und ich habe dann so immer wieder was anderes versucht und habe mich so ein bisschen ausgetobt. Empfehle ich jedem Fotografen am Anfang alles fotografieren. Man findet seinen Weg dann irgendwann mal und sein Lieblingsmotiv. Und meine Kinder haben dann Sport angefangen, habe ich Sport fotografiert. Dann habe ich ein bisschen Porträtfotografie angefangen, habe ich bei Calvin Hollywood viel mehr abgeguckt, viel Bearbeitung, war jahrelang so richtiger Photoshopper mit Hintergründe ersetzen und geil, und. Ja. Und habe dann irgendwann mal bei YouTube dann ein Gamescom-Video gesehen mit Cosplay-Wettbewerb und da ich schon immer ein Nerd war und immer Star Wars und Ritter und das Ganze, habe ich die Leute gesehen, wow, wie verrückt sind die, ich muss da rein. Und dann bin ich irgendwann mal das erste Mal auf die Dokomi und dann hat es mich erwischt und seitdem bin ich bei Cosplayern. Ja. Das ist geil, ey. Das war wirklich krass. Okay. Da habe ich aber noch Fragen. So, am Anfang, was hattest du für ein Objektiv und was hast du dir dazu geholt? Und die Tutorials, hast du das dir alles so über YouTube angeeignet dann? Oder? Ja, YouTube und tatsächlich wirklich, ich habe mir 2, 3 Mentoren, die ich so alles verfolgt habe, was sie gemacht haben. War der Calvin, war der Schweighofer und ein bisschen Martin Krollop für das Technische. Oh ja, sehr gut. Und von denen alles so aufgesaugt, was für mich wichtig war. Und dann irgendwann mal kam dann, wo man schon alles mit der Kamera machen konnte, die Technik verstanden hat, dann kamen so meine eigenen Sachen, die ich so, ich habe dann zum Beispiel Hochzeitspresets gekauft und die dann auf Cosplayer-Fotos draufgetan und war wieder was Neues. Ja, interessant, weil sowas, Und so entstehen neue Sachen. Ich sag immer, ein Buch zu abzuschreiben ist kopieren, aber wenn du 5 Bücher abschreibst, ist ein Doktortitel. Ja, okay. Und so entstehen neue Sachen, neue Stile. Du mixest es dir selbst zusammen. Genau, halt, ne? Genau, Remixing. Was mir gefällt, nämlich von dem ein bisschen, von dem und dann irgendwann mal entsteht, was dir selber gut gefällt. Und so hat sich auch so dein Equipment auch quasi vergrößert, dass du mehr
Objektive oder mehr das, Lampen? Das, oder, also, ich meine, womit fotografierst du am liebsten? Mit welcher Brennweite? Ich habe zwei Objektive mittlerweile nur noch, 85mm und 35. Oh, okay. Ich kenne keine Blende, die über 2.0 geht. Also 1.4 und 2.0 sind meine Lieblingsblenden. Okay. Und ich habe auch angefangen, wie glaube ich jeder Fotograf, man kauft, man muss das, muss Blitz, das, noch ein Auslöser, noch ein Objektiv, noch ein Body, noch ein... Ja, und irgendwann mal wurde ich faul und es war mir einfach zu viel und ich habe angefangen zu reduzieren. Und mittlerweile gehe ich zu Shootings wirklich mit einer Kamera, zwei Objektiven und vielleicht noch irgendein Aufheller, einen kleinen Blitz oder... Wenn größere Sachen ist, wenn ich weiß, dass ich gegen Sonne oder so, dann habe ich natürlich auch ein großes Ding dabei. Ah, ja, okay. Aber ansonsten liebe ich mittlerweile dieses eine Kamera, zwei Objektive und das reicht mir. Ja, dein Equipment, mit dem kennst du dich dann aus und das fühlst du dann auch so und dann kannst du dann halt entsprechend umgehen. Ne? Bei dir, was ich sehr interessant finde, dein Schwerpunkt Cosplay, aber vor allen Dingen, du arbeitest mit Menschen. Ja. Also wir haben hier bei der Frame-One-Ausstellung haben wir ja die unterschiedlichsten Bilder, unter anderem von Martin, also Kolob und Thilo, die haben die Bilder hängen direkt hinter dir da. Ne? Ja. Die haben auch letztes Jahr Bilder eingehängt. Viele dieser Bilder sind aber eher Landschaft, Street-Photography haben wir sehr viel. Aber wirklich mit Menschen arbeiten ist nochmal ein anderer Schnack. Es und das finde ich super schwer. Es ist eine Kunst. Super schwer. Wobei ich den Tipp geben kann, ich kann auch nicht immer mit normalen Menschen, weil das schwieriger ist. Wenn du Modelle hast, die nie vor der Kamera ist, ist es schwieriger. Ja. Aber bei Cosplay ist es super einfach. Ja, weil Cosplayer sind eine Rolle. Die ziehen eine Rüstung an und stehen schon und anders. Und sind dann die Rüstung. Und, genau. Okay. Und deshalb ist es viel einfacher, Cosplayer zu fotografieren als normale Person. Vielleicht mache ich deshalb das, weil ich das andere nicht kann. Okay. Nein, aber es ist tatsächlich viel einfacher. Ich brauche mich dann nur noch auf meine Technik konzentrieren. Wenn die Location noch im Hintergrund stimmt und das Cosplay dann da ist, dann hast du schon fast 90% gewonnen. Ja, also als ich letztes Jahr dich besucht habe bei deinem Stand, ich glaube auch im Livestream, habe ich Andi so ein bisschen beobachtet, so wie er arbeitet. So, ich war total beeindruckt, wie schnell du bist, alle Handgriffe sitzen so. Aber auch wie du menschlich mit den Cosplayern halt umgehst. So, ne? Du weißt alle Posen, du weißt genau, was du haben willst. Und ja gut, man hat ja einen Workflow. Es ist so bei dir so flüssig, du hast einfach schon die Erfahrung. Ja. So. Da war ich echt beeindruckt. Ne? Und dann hast du mir mal kurz alle Posen vorgemacht. Und so 20 in 10 Sekunden durchgeswitcht und okay, alles klar, er weiß, wie er seine Leute haben. Und ja, aber das finde ich auch super interessant mit der Rolle halt. Ne? Ja. Stimmt, das ist ein Unterschied zu einem normalen Model. Ja. Lass uns mal gerne zu deinem Frame One kommen, weil du hast ein Foto mitgebracht, Alter. Vielen, vielen Dank erstmal. Aber ich muss sagen, das Foto habe ich mir eigentlich hätte ich aus diesem Shooting ein anderes gehabt, aber das habe ich halt nicht ausgedruckt. Ich habe ein paar Bilder hier ausgedruckt, deshalb passte das, dass ich das mitnehme. Aber aus dieser Reise, diesem speziellen Ding, da gibt es noch ein Bild, wo Ben, also Joel, von einem Pferd steht, von einem wilden, wilden Pferd. Weil, kannst du ja zeigen, dann kann ich ja sagen, worüber wir reden. Ja, du kannst es einmal hochhalten tatsächlich, genau. Okay. Und dann sehen wir es genau in deiner Kamera. Es geht um diese Bilder. Wahnsinn, ey. Dieses Bild entstand on location und zwar in einem Endzeit-Szenario. Es geht, wer das Spiel nicht kennt, ist Last of Us. Es geht um Dystopie, Ende der Welt. Ich kann dir das halten, ja. Und wir haben ja irgendwann mal überlegt, oder die beiden Cosplayer, es ist Maul Cosplay und Maya, seine Frau, wo ist mehr Endzeit als in Tschernobyl? Also mehr geht's nicht. Nee. Und das war eigentlich nur so eine Schnapsidee, so nebenbei. Und dann irgendwann mal 2-3 Monate habe ich dann sitze ich mit meiner Frau auf der Couch. Und dann kriege ich eine WhatsApp und so, Andy, nächsten Monat fliegen wir nach Tschernobyl. Bist du dabei oder nicht? Alter, ey. Also zu meiner Frau. Und meine Frau so, ja, wenn du willst, mach das doch. Ja, und dann ein bisschen Recherche gemacht. Und dann sind wir tatsächlich nach Kiew geflogen. Und waren wir 2 Tage in der Zone und sind dann da durchgegangen und haben diese Bilder erstellt, wie Joel durch diese kaputte Welt läuft. Und es war ein sehr beeindruckendes Abenteuer. Wie war das für dich dann vor Ort? So, war es schwierig, die Location zu finden? Wir hatten tatsächlich einen Guide, der sich drin auskennt. Und einen Cosplayer, der, ich meine, dieser eine Junge, der war einer dabei von den Fotografen für das Spiel. Es gibt Tschernobyl-Spiel, wie heißt das denn? Das bekannteste. Wie? Stalker? Stalker, ja genau. Ja. Für das erste Stalker hat er nämlich Tschernobyl komplett fotografiert. Und er kannte sich, also mehr wie er kann.
Köln gab es nicht. Super. Ja. Das ist ja super. Und er hat uns dann da durchgeführt und dann die wichtigsten Spots und so uns gezeigt. Ja. Und wir sind da durchgefahren, 2 Tage lang, haben in der Zone übernachtet und haben Fotos gemacht. Dann die Sonne steht günstig. Hast du sonst die Sonne ist tatsächlich nicht im Bild. Das einzige Problem war, in dem Spiel ist eigentlich immer eine Sonnenuntergangsstimmung. Ja. Also immer Sonne tief. Und da haben 2 Tage lang nur gesifft. Also das ist ein bisschen digital nachgeholt. Okay, ja. Okay, ja. Aber hast du sonst noch Licht draufgepackt? Nein. Okay, alles natürlich. Alles. Available Light, wie man sagt. Right, Wahnsinn, right. Aber wie war das? Hattet ihr Zeitdruck? Also klar, 2 Tage. Seid ihr dann rumgerannt? Hattet ihr schon Spots, die ihr irgendwie ausfindig gemacht habt? Wir sind tatsächlich, haben wir uns von der Location inspirieren lassen. Also wir sind rumgefahren und sagen, stopp, das sieht gut aus. Ben raus aus dem Auto, ich mit Kamera, 2, 3 Bilder. Alter, das klingt so nach Abenteuer. Nee, ja, ey, das ist super es geil. War, aber wir waren in so einer kaputten Fabrik, wir waren auf diesem riesen Platz. Ich meine, das größte Abenteuer war eigentlich die Grenzübergänge. Ja. Das sind drei, wenn man nach Tschernobyl, nach Pripyat reinfährt, muss man über 3 Zonen, wo richtige Soldaten, Grenzübergänge, da werden alle Papiere und. Und bei dem dritten, dem schärfsten, haben die bei uns ins Auto reingeguckt und Ben hat ja da diese Attrappen von Waffen und dieses Ding lag unterm Auto, unterm Sitz. Ja, und als der Soldat das gesehen hat, Waffe im Anschlag, was ist das und hier und Waffe und hier. Shit. Und wir hatten echt, der Übersetzer, der da war, der musste das alles so ein bisschen, dann kam noch Offizier und hier und da, was ist Waffen und hier, um Gottes Willen. Und dann musste man denen erstmal erklären, was wir machen, dass das nur eine Attrappe ist. Ben musste ihm vorführen, dass der Lauf zu ist, weil das war eine Replika. Also es war schon eine echt. Sah schon echt aus. Ja, genau. Sieht echt aus. Und wir haben da echt 15 Minuten mit denen erstmal geklärt. Und dann am Ende haben sie immer noch nicht verstanden, was Cosplay ist. Aber nach den Papieren und alles gecheckt worden war, haben sie uns dann durchgelassen. Das war schon. Aber mega gruselige Situation. Ja, wenn wirklich jemand die Waffe auf dich legt, dann ja, das war schon. Das ist schon sozusagen das Herz. Das war schon anders, Hose, ja. Ne? Ja. Ja. Ja, ich habe jetzt die HBO-Serie Chernobyl, die ist ja wirklich der Wahnsinn aus. Ne? Wirklich empfehlenswert, ja. Die habe ich auch mehrfach schon geguckt, ich weiß gar nicht warum, weil die so intensiv gut gemacht ist, ja. Wirklich gut gemacht ist. Und deswegen, also Pripyat, also ich kann mir nicht vorstellen, da hinzufahren. Also, aber gleichzeitig will ich es auch. Ne? Also, es ist genauso ein Gefühl, wenn man da ist. Ja. Es ist so ein. Einerseits Faszination von dieser Welt, die dort komplett kaputt und meine eine. Wir sind durch den Wald gefahren und ich habe den Jungen gefragt, der uns da geführt hat. Ich sage, wann sind wir denn da? Und er sagt, wir sind mittendrin. Alter. Und dann gucke ich zwischen den Bäumen und dann sehe ich die Hochhäuser, die zwischen den Bäumen stehen. Die musste man erstmal richtig gucken. Ja. Also es ist wirklich alles zugewachsen. Also so wie man sich das... Ja, genau. Da wachsen Bäume aus den Häusern und in den Gebäuden wachsen Bäume und laufen wilde Pferde durch die Gegend. Das ist Alter, ey. Ja, crazy. Das ist wirklich krass. Also wir fuhren an so einer Straße Also sahen da so eine richtige, ich glaube 30 Pferde, sind wir stehen geblieben, weil uns das so faszinierend war. Und er sagte, das sind wilde Pferde, die sind hier geboren, die vermehren sich und laufen hier herum. Und dann kam ein Pferd, also wahrscheinlich der Chef dieser Herde, kam auf Ben zu, so richtig auf ihn zu, um ihn abzuchecken. Und dann habe ich in dem Moment das Foto gemacht, wo er ihn so streichen will. Er hat dann 2-mal gewirrt, einmal sich umgedreht nach dem Motto, die sind okay. Und dann kamen alle Pferde auf uns zu. Irre. Cool. Magic Moment, Alter. Cool, ey, Magic Moment. Da geht es ja so richtig alles. Ja, das, Alter. Oder einen kleinen Fuchs, der da so berühmt ist, den haben sie auch gesehen. Und das ist schon. Ach, krass. Kann man ja auch nicht planen, so eine Szene. Nein, gar nicht. Die hast du, aber die hast du dann genutzt. Dann hast du immer Kamera drauf. Und aber dann, das ist auch wirklich wunderbar. Ich lese gerade im Chat Non-Binary Balloon, schönen guten Tag. Es schreibt auch, Chernobyl ist das Non-Plus-Ultra Lost Place. Ja, ne? Ist so. Also, leider wahrscheinlich jetzt für lange Zeit nicht mehr erreichbar. Ne? Ja, wahrscheinlich jetzt durch die Situation. Ja. Da, ne? Aber generell Lost Places oder generell Location-Suche, wenn du einen, ich sag mal, professionellen Shoot machst, wenn du halt mitbekommst, okay, Cosplay für Universum XY, wie gehst du da ran? Ich habe mittlerweile so ein grobes Sammelsorium an Location, die für alles passen. Mit Elben geht man in den Wald oder mit Rittern geht man von irgendeiner Burgruine. Wenn moderne Sachen sind, geht man irgendwo in die Stadt und sucht man Lichter und so. Also man hat schon so ein Sammelsorium, wo man eigentlich so abgreift. So Landschaft Duisburg ist immer eine willkommene Location und das Einzige, was wir nicht haben, sind Wasserfälle. Da musste ich irgendwo nach Bayern oder nach Belgien oder so. Das ist so das Einzige, was ich vermisse, sind Wasserfälle. Gibt es einen Ort, wo du gerne mal hin willst?
Ich würde schon Japan sehen. Also ja? Japan ist so ein Ding. Ne? Warst du auch noch nie? Nein, noch nie. Ich kenne das ja. nur. Ich sehe auch, dass Japan so einen kleinen Hype hat, wo so viele Influencer jetzt hinfahren, ja. und man sieht überall die Bilder und man sieht immer die. Das ist schon, weil das komplett was. Ich stelle mir, dass das komplett was anderes ist. So eine Kultur komplett anders. Und ich würde aber auch nicht nach Tokio oder so. Ich würde irgendwo so zum Umland, ne? Ja, sowas gerne. Ja. Aber die Japaner sind ja auch stark am Cosplayen. Stell dir mal vor, du kommst da hin, die werden richtig begeistert sein von deinen Fotos, weißt du? Ja. Ich bin offen. Ja, sehr gut. Einfach so eine japanische Anime-Messe oder so, ne? Ja. Ich habe jetzt auch mitbekommen, also ich kenne auch jemanden, der will da tatsächlich eine Immobilie kaufen. Ja. Und der Staat unterstützt das tatsächlich. Ah, okay. Ne? Also das ist so wer sich das leisten kann. Aber Japan hat wirklich als eine der wenigen Länder, die unterstützen das richtig. Also das heißt, die brauchen ja auch Leute. Ah, ne? Okay. Die brauchen wirklich Leute so und nicht zuletzt deswegen, glaube ich, gibt es so einen Hype und weil es auch aktuell günstiger ist als früher. Okay. So, ne? Also das hebt sich so auf. Aber ich war auch noch nie da und wenn ich ne, einfach aus der Popkultur die Naturbilder, die man da so zum Teil sieht. Das ist so Nonplusultra, was anderes zu gucken. Ich habe einmal ein Snowboard-Video gesehen, das ist schon ewig her, aus Japan. Okay. Und seitdem wollte ich nach Japan. Nicht wegen Tokio, sondern wegen den Skigebieten, Alter. Ich habe ein Video gesehen von japanischem Essen, seitdem will ich nach Japan. Ja, so ist das. Ey. Ich weiß gar nicht, also aktuell bist du bei Cosplay. Ja. Du schießt auch alles, aber Food ist eigentlich auch so dein Spiel. Also eigentlich hättest du Bock auf Food, oder? Ja, eigentlich schon, ja, aber ja. Weiß ich gar nicht, ne? Ich überlege gerade. Food ist auch schon ganz schön überlaufen. Ja. Man muss immer so sein Spezialgebiet eigentlich finden, so, ne? Ja, würdest du sagen, du hast dein Spezialgebiet schon gefunden oder nicht? Nein. Ich auch nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wie viel Zeit hast du noch? Hast du noch ein paar Minuten oder musst du gleich fotografieren gehen, ja? Weil dann würde ich doch noch gerne ein paar von deinen Bildern einfach angucken. Okay. Dann lass uns den Laptop noch mal kurz anschauen. Dann müssen wir kurz die Kamera einmal checken, genau, ne? Genau. Das können wir machen. Dann vielleicht noch ein bisschen ein paar Cosplay-Bilder sehen, so, ne? Und dein Bild hängen wir auf. Das machen wir parallel. Ja. Andi? Ja. Wir hatten es vorhin da hängen, aber du kannst es hinhängen, wo du möchtest. Naja. Ihr habt das schon so gut gehen gehangen. Ja? Ja. Ich dokumentiere mal gerade ein bisschen. Vielleicht können wir auf die Close nochmal schalten. Achso, jetzt habt ihr schon gemacht, oder was? Ich kann ja noch so machen. Yeah! Frame 1. Oh, da hängen sie das Bild das erste Mal auf. Sagt doch geordneter Chaos. Sehr gut. Ja, es ist wie es ist, Andi. Ja. Das ist so. Ja, wir sind im Livestreaming halt so. Ne? Ja, also wie du siehst, so. Das ist aber das ist doch cool. Das macht das doch aus. Total. Also ich finde, wenn alles durchorganisiert und durchregiert ist, ist auch ein bisschen anders. Ja, aber ich wünsche mir schon manchmal ein bisschen weniger technische Probleme. Das wäre schon ganz geil. Okay. Aber da steckt man auch nicht drin. Nee, steckt man nicht drin. Aber besser auf deine Webseite. Ja, die Webseite, genau. EOS-Andy.de. Überall EOS-Andy, wie Kraut, das vergeht nicht. Ja. Also, ich weiß nicht, hast du mal gecheckt, ob Eros Andy Zotti noch frei ist? Ich werde sie kriegen. So, ich guck mal kurz, ob wir reingehen können. Nee, das Signal ist nicht da. Okay, dann nicht. Ja, einmal nochmal versuchen. Genau. So viel dazu. Drück mal F11 auch gleich bitte. Ja, jetzt schauen wir mal, ob er das Signal kriegt. Scheinbar nicht. Das war die von der Super Total, der 8mm. Das hatten wir gestern nicht getestet, das ging. Wir haben heute Morgen auch schon alles vorbereitet, Andi. Natürlich. Ich glaube euch kein Wort. Technik hat doch immer so ein bisschen Schluck auf, leider. Da, jetzt vielleicht. Jetzt könnte es gehen. Ja, ich ja. Nein! Mann, ey. Aber man hat manchmal ein bisschen Schluck auf, ja. Ansonsten, ich überlege gerade, wie wir es lösen können. Ach so, am Rechner nochmal. Ja, ich mach das mal kurz. Ja? Alles gut. Okay, cool. Wow. Oh Mann, du machst so tolle Bilder, Andi. Das ist echt der Hammer, ja, danke schön. Also, ist es dann so, dass du mehr die Cosplayer fragst, sollen wir mal irgendwie on location was machen oder umgekehrt? Beides wahrscheinlich, ne? Mittlerweile beides, ja. Du hast ja mittlerweile auch einen Ruf in der Szene, ne?
Ja. Ich bin gut vernetzt, ich habe viele Freunde mittlerweile dadurch. Und ey, wenn man was mit vielen Cosplayern machen will, dann könntest du einem helfen, ne? Ja, genau. Ja, ich hatte immer schon den Gedanken, so Wall of Death, weißt du, wie okay. Auf dem Metal-Festival. Ah, okay. Ja. Das fände ich geil. Ich kann die Kontakte knüpfen. Ja, das wollte ich eigentlich hier auf der Polaris machen, tatsächlich, weil hier eh schon so viele Cosplayer sind. Das stimmt. Und dann hier irgendwie im Außenbereich alle so episch abfilmen, Slow Motion, also ein Kamerateam, ja. Gimbal, Drohne, alles. Und dann auf Go. So, das wäre, Video hätte wäre ich was gerne. Gewesen, aber ihr seid ja hier eingebunden. Ja, machen wir nächstes Jahr dann. Alles klar. Und du fotografierst jetzt bis Sonntag durch, ne? Was war nochmal? Du fotografierst bis Sonntag durch jetzt, ja, ne? Ja, ja. Okay, ja. Okay. Wie sind deine Zeiten? Ich habe keine, ich bin die ganze Zeit, also ich bin, eine Stunde bin ich immer vor, also nach der Messeeröffnung bin ich eine Stunde bei Ubisoft. Ja. Da so fotografiere ich jeden, der vorbeikommt. Und ansonsten bin ich bei mir am Stand durchgehend. Okay, cool. Also einfach vorbeikommen und sich knipsen lassen. Im Cosplay. In Halle? B2. B2, ja, alles klar. Da ist diese Cosplay-Area. Okay, Leute. Das kommt sieht gut zu Andi. Der macht wundervolle Bilder. Wir gucken uns die jetzt mal an. Erzähl mal gerne auch was darüber. Switchen die automatisch durch oder soll ich hier so... Die switchen, das ist ja nur einfach nur die Startseite. Das sind so ein paar Sachen, die mir besonders gut gefallen. Ja. Also retuschierst du auch manchmal den Cosplayer vor einem bestimmten Hintergrund? Oder? Nein, das nicht mehr. Also, machst du wirklich On-Location dann? Ich versuche dann da wirklich hinzufahren, ja. weil dieses Retuschieren macht mir mittlerweile nicht mehr so viel Spaß wie früher. Und es sieht auch nicht mehr so aus, wie ich mir das vorstelle. Deshalb ist es für mich einfacher, auf eine Location zu fahren und da zu knipsen und die Bilder sind schon eigentlich fertig. Ne? Aber das streamst du auch manchmal auch, ne? Die Bildbearbeitung so. Ja, ne? Ja, und ja. Color Grading und so. Ja, ne? Ja, das mache ich schon. Aber mittlerweile viel mit Lightroom. Ne? Ich auch. Aber also auf dem Handy tatsächlich. Ja, das geht auch, ja. Aber finde ich super interessant, wenn du das machst, so, ja. Mal zu sehen, wie das so geht überhaupt, ne? Genau, also unser lieber Dennis, der ist an der Maus, aber vielleicht können wir einfach mal Krieg mal auf 2019. Können wir uns das gerade angucken? Hau, oh, Alter, ey. Erzähl gerne, Andi. Ja, wenn, genau, wenn da kannst du einfach durchschalten zwischendurch. Ja. Das Maul-Cosplay. Mit Maul-Cosplay, mit Bam, habe ich das ist auch eine Geschichte, da haben wir fast zusammen angefangen. Also, er hat sein erstes Cosplay gemacht. Ich bin dann in die Szene auch reingerutscht damals. Und wir haben uns durch Zufall, das war wirklich ein Zufall, die wollten einen Fotografen für ihren Star Wars-Cosplay, Maul-Cosplay. Ja. Und haben einen Andy angefragt, wollten aber einen anderen. Und haben zufällig sind sie bei mir gelandet. Ach, was? Ja. Echt? Das ist echt so. Und so ist dann eine große Freundschaft aus dem Irrtum ist eine große Freundschaft geworden. Oh, ja. Schön, und wir machen das schon auch 8-9 Jahre. Geil, und fotografieren super gerne zusammen. Und jedes Cosplay, das er macht, fotografiere ich dann. Ne? Das ist so krass, Mann, ey. Schön. Ich schalte mal kurz den Chat dazu nehmen an, dann können wir den auch lesen. Ja, vorsichtig, da ist vorhin mehr OBS abgekackt mit dem Chatfenster, warum auch immer tatsächlich. Also deswegen habe ich es gerade gelassen. Nee, ja gut, ihr könnt jetzt. Ja. Ja, für was würdest du sagen, so jetzt, wenn du das Jahr übernimmst, ja. Wie viele Shootings hast du? Hier haben wir Erik, auch wunderschönes, ja, genau. Foto, ey. Hammer, ja, natürlich. Ja. Das war für Friendly Fire. Friendly Fire war ja, das. Ja, genau. Okay. Da mache ich immer die Kalenderbilder für. Genau, ne? Also ich glaube, letztes Jahr hatten sie Starfield, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr Motto ist. Wissen wir am Montag. Ach was, okay, alles klar. Ja, spannend, ey. Wahrscheinlich, ich überlege gerade, welche großen Titel denn noch rauskommen gerade. Ja. Ich weiß nicht. Natürlich weißt du das nicht. Selbstverständlich nicht. War das hier, okay, was ist das hier? Weißt du, das ist Overwatch, glaube ich. Okay, macht total Sinn. Das ist in Düsseldorf, ja. Auf der Dokomi, glaube ich. Schön, ey. Wahnsinn. Und da sieht man aber auch wieder, ne, die offene Blende, also ja, Hintergrund, genau. Wunderschön. Ich stehe da 35, auch total drauf. 35 mm, bei mir sind Modelle meistens immer in der Mitte, ich bin so in der Mitte. Mhm. Ja. Und versuche das drumherum so ein bisschen zu zeigen bei Querbildern. Und ja, das ist mal so ein Ausreißer, noch nie so ein Horizont zu fotografieren. Gute Idee, das anzuschlägen. Ja. Das macht es noch so, als ob sie da runterrutscht. Ne? Ja. Ja, da waren wir irgendwo in Holland. Da gibt es eine Brunsumer Heide, nennt sich das. Ja. Und da gibt es auch so eine Wüstenlandschaft dann da. Ach, geil. Die Kamera ist nicht schräg, das ist schräg, oder? Nee, die Kamera ist schräg. Ah, okay, alles gut. Und ich hab versucht, anhand der Vegetation das abzuchecken. Ja, Star Wars ist immer bei mir irgendwo Thema, ist schon immer gewesen. Geil, ey, Hammer. Und es gibt aber auch, also deine Fotos sind geil, aber ich muss doch gerade sagen, die Cosplayer, sind natürlich auch mega krass, das ist, oder? Es ist Wahnsinn, was die Nochmal zurück, Dennis, bitte.
Das hast du auch super stimmungsvoll gegrazed. Das ist aus, richtig aus, schön. Aus Battle. Ja. Hast du da die Länder noch so ein bisschen abgedunkelt dann? Ja. Mhm. Toll. Das leicht vignettiert auf jeden Fall. Genau. Und das sind auch Gegenlichtaufnahmen. Also es ist von vorne geblitzt, die Sonne ist tatsächlich da. Ja. Und ja. Ah, sieht Hammer aus. Das sind Surreal-Dinger. Ne? Also ich sag ja, Andi macht echt tolle Bilder. Ja, wenn du die Motive hast, also die poppen ja so wunderschön raus. Ne? Also zum einen wegen der Blende, klar, aber wenn du das Motiv dann selber nochmal, ziehst du dann Schärfe nochmal nach, ziehst du in den Effekten nochmal ein bisschen nach in Lightroom? Wie machst du das? Damit ich bin ein Riesenfan von Vignetten. Also ich arbeite extrem viel mit Vignetten. Also das Motiv wird heller, außen dunkler, dann wird der Blick schon so super geführt. Ja. Und für mich ist auch sehr wichtig, dass die Farben immer stimmig sind. Ja? Ja. Also ich versuche immer, wenn ich einen Bildlook drauflege, dass das alles so ziemlich homogen ist. Je homogener das ist, desto natürlich besser. Es gefällt dir dann besser. Ja? Ja. Ah, okay, also gar nicht so die farblichen Kontraste. Eigentlich mehr homogen. Manchmal ein bisschen auch entsättigter teilweise. Okay, wie hier zum Beispiel. Hammer. Das ist auf L4. Wie hast du das da mit dem Kleid gemacht? Hat sie das selber hochgeworfen, oder? Die hat selber geworfen. Okay. Die sind Profis, die haben da Sachen drauf, die... Wahnsinn, ey. Ja. Will man eigentlich direkt einen Film mit denen allen machen, ne? Ja, klar. Das ist alles schon filmreif. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Da hinten hat es kurz hochgeblitzt. Habt ihr das da? Seht ihr das? Da unten blitzt manchmal so ein HDMI-Signal auf, aber ich weiß nicht warum. So viel zur Technik, Okay, wir explodieren gleich. Wir explodieren gleich, genau. Der Ausdruck von ihr fand ich auch gerade ganz schön, so, ne? Das ist Hammer, ey. Ist das denn oft so, dass, also viele wissen selber ihre Posen auch schon, aber gibst du denen auch manchmal Input, versuch mal die oder versuch mal so zu gucken? Ich lasse gerne die Modelle das erstmal machen, gucke, wie das wirkt und dann korrigiere ich schon mal ein bisschen, weil sie selber nicht wissen, wie sie zur Kamera stehen. Also schau mal ein bisschen nach da oder die Nase ein bisschen nach rechts, links oder ein bisschen weniger, mach dich ein bisschen größer, also solche eher Sachen, weil sie stellen sich eigentlich schon eher gut hin. Ja. Gerade nochmal am Maul gesehen. Ja, genau. Hammer, ey. Also der ist auch echt, ne? Schön, ey. Hammer. Ich meine, das größte Geheimnis, was ich immer Cosplayern sage, wenn du ein gutes Cosplayer bist, suche nicht das Cosplay, was gerade in ist, sondern eins, das zu dir passt. Dann ist das egal, dann wird es immer funktionieren, ja? Weil es gibt Cosplayer, die suchen sich Kostüme, weil sie gerade total cool sind oder das Spiel lieben, aber der Charakter passt nicht mit eigenem Aussehen. Guter Tipp, Und wenn man das aber rausfindet, was zu mir passt, dann funktioniert es. Dann ist egal, was man anzieht. Ja, sehr gut, ey. Hammer. Ey, Ian, Andi. Ja. Drüben fängt jetzt die Hauptbühne an. Oh nein. Und ich muss rüber. Ja, wir können. Wir können es ja irgendwann mal wiederholen. Sehr gerne. Ey, bitte, Andi, ey. Bitte. Sehr gerne. Unbedingt. Also, Mit Menschen sich unterhalten, die auch so für Fotografie brennen, ist immer cool. Ich kenne mir stundenlang noch weiter Bilder von dir angucken, genau. Aber super schön, dass du da warst, Mann. Ja, auf jeden Fall. Super gerne. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Letztes Jahr habe ich nicht geschafft, aber dieses Jahr. Ja, cool. Geil. Und dein Bild hängt auch. Andi, viel Spaß. Sehr gerne. Wir sehen uns gleich. Okay. Dankeschön, Mann. Ne? Ja, danke schön. Toll, Mann, ey. Ja.